Das Projekt Museum 4.0 ist ein Verbundprojekt mit einer Gruppe von Museen als Partnern über die Naturwissenschaft, die Kunstwissenschaft, Museen, die sich mit Fragen des immateriellen Kulturerbes befassen. Und im Projekt geht es darum, dass wir Bildung und Vermittlung durch digitale Technologien unterstützen, erweitern, ergänzen wollen. Mein Team und ich an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat die Aufgabe, die verschiedenen Partner miteinander zu vernetzen, den Austausch zu befördern und zu schauen, wie das, was innerhalb der verschiedenen Teilprojekte entsteht, miteinander zusammengeführt werden kann und dann in einem breiten Maße zunächst untereinander diskutiert und dann aber auch einer breiten Museumsöffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Wir sind deshalb auch nicht nur im Austausch untereinander, sondern wir kommunizieren mit Museen, Museumskolleginnen außerhalb des Verbundes. Wir haben im Rahmen der 3 Jahre, die das Projekt jetzt schon läuft, eine ganze Reihe von assoziierten Partnern hinzugewonnen, die interessiert sind an der Arbeit von Museum 4.0 und deshalb aktiv mitarbeiten. Wir organisieren Verbundtreffen an unterschiedlichen Orten bei den verschiedenen Partnern, aber auch Workshops für Museumskolleginnen und Kollegen, Symposien, Tagungen. Es sind ja ganz große und es sind kleine Häuser beteiligt, sodass das Spektrum wirklich sehr breit ist und man immer wieder voneinander lernen kann. Die Besucherforschung ist ein ganz wichtiger Teil. Was brauchen denn eigentlich unsere Besucherinnen und Besucher? Was wollen wir denn vermitteln? Worum geht es denn? Erst dann stellt sich die Frage, was ist jetzt das geeignete technische Mittel, um dieses zu unterstützen? Und es sind viel mehr Dinge möglich, als man sich oft gewahr ist. VR, AR, 3D-Rundgänge, je nachdem, was eben die Zielsetzung ist in den einzelnen Häusern. Im Kontext von Museum 4.0 geht es ja darum, immer wieder zu unterstützen, dass das, was im Projekt gemacht wird, auch von Dritten nachgenutzt werden kann. Es gibt eben innerhalb des Projektes verschiedene Ebenen der Nachnutzung. Es gibt die Nachnutzung, dass man tatsächlich die Software nachnutzt. Es gibt die Nachnutzung, dass man die entwickelte Anwendung an anderem Ort nutzt und über unsere Kanäle wie eben die Webseite, aber eben auch wie den Blog oder andere Dinge, die Veranstaltungen, die wir organisieren, kommuniziert werden. Wir freuen uns auf die Herausforderungen, denn es gibt wirklich noch viel zu tun in diesem Bereich.